Fast jeden Tag werde ich gefragt, ob ich einem Golfer helfen kann, den Ball weiterzuschlagen. Weißt du, was ich als erstes anschaue? Ich schaue, ob der Ball mittig am Sweet Spot getroffen wird oder nicht. Und warum tue ich das? Wenn ich den Ball mit der Spitze oder mit der Hacke treffe, werde ich 100% Längenverlust haben und der Ball wird höchstwahrscheinlich nicht geradeaus fliegen. So, am Sweet Spot treffen ist kritisch und in diesem Video heute werde ich erstmal dir kurz sagen, warum die Bälle mit der Spitze und mit der Hacke getroffen werden. Und dann werde ich dir sehr hilfreiche Übungen geben, um von am Sweet Spot getroffenen Bällen zu profitieren. So, bleibe bitte bis zu den Übungen. Ich übe heute mit meinem Eisen 8. Ich finde, das sind sehr gute Schläge für dich, deinen Schwung zu trainieren. Und wie du siehst, ich habe hier einen Alignment Stick für die Ausrichtung. So, hier sind erstmal eine Liste der Gründe, warum die Bälle nicht mittig getroffen werden. Ich werde relativ schnell durch die Punkte gehen und dann die wichtige Übung dir sagen. Erster Fehler. Das ist so häufig, der Golfer sitzt zu sehr. Wenn er in dieser Sitzposition bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit der Spitze trifft, sehr groß. Oder, und das passiert auch sehr oft, während des Schwunges wird das ausgeglichen. Man bewegt sich dann nach vorne und dann trifft man den Ball mit der Hacke. Und das nennen wir Socket. Dann die Schwungbahn. Das kennst du. Viele Golfer drehen die Schulter zu früh und der Schläger bewegt sich nach vorne. Und dann kann alles Mögliche passieren. Ich kann den Ball mit der Hacke treffen oder mit der Spitze. Und manche machen es mit der Schulter und andere machen es mit den Händen. Das ist ein sehr großer Grund für Spitze- und Hackebälle. Und dann gibt es Golfer, aber das sind eher erfahrene Golfer, die zu sehr von innen nach außen schwingen und dann treffen sie oft mit der Hacke. Die Ballposition kann auch eine Ursache sein. Wenn der Ball zu weit vorne liegt im Stand, der Schläger bewegt sich irgendwann nach links und da wird eher mit der Spitze getroffen. Oder der Ball liegt zu weit rechts. Beim Abschwingen ist der Schläger automatisch immer noch auf dem Weg nach außen und da kann man leicht mit der Hacke treffen. Manche Golfer stehen auf während des Abschwunges. Die drücken das Becken so richtig nach vorne und dann habe ich wieder Abstandprobleme zum Ball. Dann gibt es die berühmte Chicken Wings. So, wenn ich die Hände zu sehr anziehe, dann werde ich den Ball mit der Spitze treffen. Wir greifen oft den Schläger zu fest und dann am schlimmsten ist es, wenn es beim Abschwingen passiert. So, guck, was passiert, wenn ich beim Abschwingen den Schläger festhalte. Guck, wo der Schläger bleibt. Der bleibt ja hinten. Und dann ist, oh Mann, ein Spitzeball leicht zu spielen. Was fehlte da, war ein Loslassen der Hände, ein natürliches Loslassen der Hände. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, die Verlagerung ist schlecht. So, wenn der Golfer zu sehr auf dem rechten Bein bleibt, was viele tun, weil sie den Ball hochheben wollen, dann wird die Schwungbahn so sein, dass der Schläger dann nach links geht und der Ball mit der Spitze getroffen wird. Falls diese Übungen dir helfen, besser Golf zu spielen, dann bitte Daumen hoch. Und falls es noch nicht bist, Abonnent von Golf mit Freude wäre super. So, das waren mehrere Fehler, oder? Keine Angst, du machst sie nicht alle. Das sind vielleicht ein oder zwei Punkte. Du wirst sie erkennen, bin ich ziemlich sicher. Jetzt korrigieren wir den Fehler. Und das Schöne ist, bei dieser Übung musst du nicht viel denken. Einfach machen und du wirst einen Weg finden. Als erstes möchte ich, dass du deinen Schwung gar nicht änderst. Aber spiele den Ball anders. Wenn du den rechts hattest, spiel ihn weiter vorne. Das wird sich komisch anfühlen. Aber es kann sein, dass du dann plötzlich den Ball super triffst. Warum? Weil dann hat der Schläger mehr Zeit, richtig an den Ball zu kommen. Oder vielleicht bist du jemand, der zu sehr von innen kommt. Dann wird es helfen, rechts von der Mitte den Ball zu spielen. Einfach testen und du wirst sehen, mit welcher Ballposition du den Ball mittig triffst. Dann Gewichtsverlagerung. Wenn du weißt, dass du jemand bist, der hinten bleibt, möchte ich, dass du den Probeschwung
ohne Ball machst, also benutze den Ball als Anhaltspunkt, hole aus und stoppe da. Und gucke, dass du in diesem Moment das Gewicht links hast und den Kopf über den Ball. Das könnte richtig helfen, schön mittig satte Bälle zu treffen. Folgende Übung ist klasse. Ich habe Schüler, die das so gut finden, dass sie auch so spielen auf dem Platz. Tu einfach die Füße so nah wie möglich zusammen, also einen richtig geschlossenen Stand. Und versuche, so Bälle zu schlagen. Du bist durch diese Übung gezwungen, in der Achse zu bleiben, nicht so viel rumzuwackeln und Balance zu behalten. Mach das in jeder Trainingseinheit. Stäbe den Ball, schwinge jetzt in Zeitlupe, hol aus und dann schwinge langsam zum Ball. Und was toll ist, wir sehen oft den Fehler. Zum Beispiel hier kannst du sehen, dass mein Schläger viel zu weit außen ist und meine Hände sind zu weit weg vom Körper. Oder man sieht das hier, die kleinen Chicken Wings, und dass die Hände und Arme zu nah sind. So durch das langsame Schwingen kannst du es hinbekommen, dass der Schläger genau hinten an den Ball kommt. Und dann kannst du auch spüren, wie es sich anfühlt, das zu tun. Okay, jetzt wird spannend. Damit du weißt, wo die Mitte ist vom Schlägerblatt, möchte ich, dass du absichtlich den Ball mit der Spitze triffst und absichtlich mit der Hacke. Das ist am Anfang eine ganz merkwürdige Übung und man bekommt ziemlich viel Angst. Und es fühlt sich nicht gut an. Den habe ich voll mit der Spitze getroffen. Ein hartes Gefühl. Aber ich habe es geschafft, den Ball mit der Spitze zu treffen. Das ist positiv. Und jetzt für mich, und das ist wirklich für mich ein Angstschlag, ich muss jetzt den Ball so nah wie möglich an der Hacke treffen. Das ist besser. Man kann auch nachher sehen, wo man getroffen hat. Und wenn ich das kann, kann ich auch ganz sicher den Ball mittig treffen. Oh, das fühlt sich gut an. So, da du bis zum Schluss geschaut hast, vielen Dank, werde ich dir die beste Übung von allen zeigen. So, stecke zwei Tees in den Boden. Und die Tees müssen gerade weit genug auseinander sein, dass wenn du den Ball in der Mitte der zwei Tees hast, müsste es möglich sein, den Ball zu treffen. Die Tees sind noch da. Gut. So, was bei dir passieren wird, entweder das innere Tee oder das äußere Tee wird verschwinden. So, da hast du gesehen, ich habe das äußere Tee getroffen. Das muss man ein paar Mal machen und dann sehen, ob es eine Tendenz gibt oder nicht. So, jetzt mache ich den Schlag wieder und wieder das äußere Tee ist geflogen, weggeflogen. Was bedeutet das? Habe ich den Ball mit der Hacke oder mit der Spitze getroffen? Klar, ich habe den Ball mit der Hacke getroffen. So, was musst du jetzt tun? Jetzt solltest du versuchen, natürlich das äußere Tee zu vermeiden. Und ich will, dass du versuchst, das innere Tee zu treffen. Was dann passieren wird, du wirst wahrscheinlich das innere Tee nicht treffen, aber da du das versucht hast, wirst du die Hände automatisch enger am Körper haben und du wirst dann den Ball mittig treffen. Und wenn es andersrum war, dass du dieses innere Tee weggeschlagen hast, dann hast du natürlich den Ball mit der Spitze getroffen und dann machst du das Gleiche und versuchst Ball und äußere Tee zu treffen. Danke für das Zugucken. Diese Übungen, die ich dir gerade gezeigt habe, werden dir automatisch zeigen, was du tun musst, um den Ball am Sweet Spot zu treffen.